Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer neuen Ausgabe von Gothic 2 im First Person Run. Ja, ich habe in der letzten Folge das Auge Innos abgegeben, aber... Achso, ja, das können wir machen. Und habe auch gesagt, dass wir 15 Lernpunkte haben und die wir jetzt auf den Kopf stellen. Aber ich habe mir überlegt, wir warten mal noch, bis wir jetzt ins nächste Kapitel kommen und Kreis 4 betreten. Dann können wir nämlich den Blitzschlag-Rune lernen. Das ist, glaube ich, besser als den kleinen Feuersturm zu nutzen. Jetzt bin ich eh erstmal noch in einer Phase, wo ich nicht kämpfen muss. Erst bei den Drachen wäre es wichtig. Dementsprechend warte ich damit jetzt noch ab. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, berichten quasi... hier, ne? Vatras von der aktuellen Situation. Und dann... ja, geht's ab. Dann reparieren wir das Auge Innos und dann treten wir in den vierten Kreis der Magie. Und dann lernen wir die Blitzschlag-Rune. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht gesehen sinnvoller, als jetzt erstmal nochmal den Feuersturm zu lernen, den kleinen. Der vielleicht dann im Late-Game nicht mehr so hilfreich ist. Hallo. Ach, übrigens. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Überlege ich nicht zweimal, nehme ich auf jeden Fall den Kronstücke. Pyrokar schickt mich. Das Auge Innos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Mhm. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Ich weiß nicht, warum der zu leise ist. Ich habe nichts am Sound gemacht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin.
Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Wie steht's ums Auge, Enos? Was willst du jetzt von mir? Willst du mich verarschen? So, okay. Kev. Tja, was mach ich denn jetzt? Ich geh jetzt erstmal den Schmied rausholen. Den holen wir als erstes raus. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Dann. Das ist mal wieder typisch. Teleportieren wir uns ins Kloster. Dann gehen wir zu Xardas. Dann gehen wir zu Bennett. Und holen bei Seekopfshof das Brab. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorgehensweise. Da, da, da. Ja, moin. Nee, warte mal. Ich will nicht das Kopfgeld für den Verbrecher kassieren. Ich will zu Bennett. Aber ich gehe einfach zu Bennett. Wenn er mich anguckt. Interessant, dass sie dir ein Schwert gelassen haben. Was machst du hier im Knast? Die Schweine haben mich eingelocht. Ich soll einen Paladin ermordet haben. Aber ich war es nicht. Die wollen mir das in die Schuhe schieben. Wieso sollten sie das tun? Das weiß ich doch nicht. Du musst mich hier rausholen. Rede mit Lord Hagen. Reiß die Wand ein. Egal, mach irgendwas. Haben sie Beweise gegen dich? Sie sagen, sie haben einen Zeugen, der mich erkannt hat. Weißt du, wer der Zeuge ist? Nein, ich weiß nur, dass er lügt. Wer führt die Untersuchungen durch? Lord Hagen selbst. Da der Ermordete ein Paladin ist, fällt der Fall unter das Kriegsrecht. Was heißt das? Ganz einfach, wenn ich nicht rauskomme, werden die mich ohne viel Federlesens aufknüpfen. Du musst mir helfen, sonst wird es einen Krieg geben. Lee wird das nicht auf sich beruhen lassen. Was das heißt, kannst du dir ja denken. Wer ist ermordet worden? Was weiß ich? Einer der Paladine. Ich kenne die nicht. Hast du einen Namen? Lothar oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Frag am besten Lord Hagen. Der kennt alle Einzelheiten. Was ist passiert? Ich war mit Hodges zusammen in der Stadt, um Vorräte für unsere Jungs einzukaufen. Plötzlich hörten wir einen lauten Schrei und Fußgetrappel. Komm zum Punkt. Ja, ja, also wir wussten sofort, da ist was passiert. Und wenn die uns hier sehen, da werden wir sofort eingelocht. Wir sind gerannt wie die Teufel. Und kurz vor dem Stadttor bin ich umgeknickt und hab mir den Knöchel verstaucht. Der Rest ist schnell erzählt. Und die Miliz war sofort da und hat mich direkt in dieses Loch gesteckt. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Junge, ich kann dich hier einfach sitzen lassen. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an, ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Außerdem muss ich erstmal hier raus. Bevor das nicht der Fall ist, kann ich überhaupt nichts machen. Ja, geil. Dialogzeilen, die ich auch noch nicht kenne, weil normalerweise hole ich Bennett immer schon vorher raus. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Zunächst einmal sitze ich hier fest. Oder siehst du hier eine Schmiede? Wenn ich in meiner Schmiede bin, könnte ich das Ganze an einem Tag schaffen. Aber dafür muss ich erstmal hier raus. Sehr geil. Das ist wirklich so eine Dialogline, die ich eigentlich noch nie so richtig proaktiv gehört habe, weil ich ja sonst immer Battle schon vorher rausgeholt habe. Sehr geil. Sehr interessant. Na gut, dann holen wir mal schnell raus. Ich bin ja kein Unmensch. Kein Unmagier. Und bei Abujin können wir uns noch mal eine Weissagung geben lassen. Lautet, Tod durch den Strick. Ist es nicht eigentlich Ketzerei? Ich weiß nicht. Ich habe eine neue Tabakmischung. Habe ich eine? Lass mich deinen Tabak probieren. Ich habe 300 Erfahrungspunkte, geil. Zieh's dir durch. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt.
Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Stopp du mal. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 250 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Du wirst erzwingen, was niemandem sonst bestimmt. Über Glut und Schnee, durch Eis und Flammen. Männer in fremden Rüstungen, ein Sumpf, Echsen. Sie erwarten dich. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Dafür habe ich jetzt 250 Tacken geblättert, dass sie mir zwei Sätze erzählt. Okay. Aber gut, wir haben 600 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Im Grunde ist die Sabotin nur dazu da, um noch weitere Erfahrungspunkte zu kassieren. Von daher ist es okay, also kann ich mit leben. Hey Kev, was gibt's Neues? Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Das hätte ich dir vorher sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufregend. Großartig. Ich glaube da nicht dran. Das weiß doch inzwischen jeder. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Korinis so wertvoll ist. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Ich habe was anderes gehört. Ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Gib mir 100 Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz zurück. Abgemacht. Hier hast du's. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Das ist mal wieder typisch. Auch 500 Erfahrungspunkte nochmal kassiert. Das ist schon eine gute Sache. Wäre natürlich cool, wenn wir nochmal ein Level-Up schaffen würden, bevor wir quasi dann ins Minental zurückgehen. Was ich jetzt nochmal ganz kurz machen werde, ist hier hinten nochmal vorbeizuschauen, weil hier waren nochmal drei Snapper. Die nehme ich jetzt nochmal schnell mit, wenn ich jetzt gerade in der Gegend bin. Ein Mist, viel weniger. So, sehr gut. Ausgezeichnet. Das waren noch mal ein paar Erfahrungspoints. Okay. Ja, Leute, ich bin echt gespannt, ob jetzt im Dezember wirklich diese krasse Gothic-Polen-Mod rauskommt, diese Chronicles of Myrtana, diese Legende von Achohlos, oder wie das heißt. Da bin ich richtig, richtig gespannt. Also wirklich, das ist doch kein Geheimnis, da habe ich echt Bock drauf, das zu let's playen. Ich glaube, das wird geil. Ich hoffe wirklich, dass sie es schaffen im Dezember, das wäre echt cool. Und ich hoffe nicht erst Ende Dezember. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich den Release bis Weihnachten aufheben. Das wäre natürlich echt ärgerlich. Ist das, weil ich habe keinen Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Deshalb, naja, mal sehen. Warte mal. Ich muss mit dir über Bennett reden. Das ist doch dieser Söldner, der einen meiner Männer ermordet hat. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, also ich finde es irgendwie seltsam, dass der Sound irgendwie leiser geworden ist, obwohl ich den eigentlich nicht geändert habe. Ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Was? Bei Innos? Was hast du getan? Wir brauchen das Auge. Sprich mit Pyroka. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen. Warum denkt er, dass ich das kaputt gemacht habe? Ich muss mit dir über Bennett reden.
Oh, jetzt gibt's Dialoge, die ich nicht kenne. Bennett könnte uns helfen, das Auge Enos wieder zu reparieren. Und wenn er die Macht Enos selbst auf die Erde herabbringen könnte. Er hat einen Mord an einem Paladin begangen. Dafür wird er hingerichtet werden. Krass. Wieso bist du dir so sicher, dass Bennett der Mörder ist? Wir haben einen Zeugen. Wie du siehst, gibt es keinen Zweifel an der Schuld des Söldners. Wer ist der Zeuge? Cornelius. Der Sekretär des Statthalters hat den Mord gesehen. Seine Beschreibung trifft zweifelsfrei auf Bennett zu. Damit ist die Sache für mich erledigt. Dieser Söldner wird wegen Landesverrats hängen. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Ich finde das einfach so krass, wie ich wirklich mit jedem Run nochmal was Neues finde. Einen neuen Dialog, den ich noch nicht kannte vorher. Es ist jeder Spieldurchlauf, wirklich ungelogen. Ich glaube, ich kann mich an keinen Spieldurchlauf erinnern, wo es nicht so war. Jeder Spieldurchlauf finde ich irgendwas Neues. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon, was willst du dagegen tun? Im Kloster kann man dich zum Reden bringen. Was meinst du damit? Nun, wir haben Möglichkeiten, die Wahrheit zu erfahren. Schmerzhafte Möglichkeiten. Nein, bitte nicht. Ich werde alles sagen, was du willst. Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Bist du bereit, das auch Lord Hagen zu erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben. Das sollte als Beweis genügen. Na, du gehst nirgendwo hin, mein Freund. Na gut, der wird wahrscheinlich trotzdem abhauen, aber egal. 100 Erfahrungspunkte nochmal eingestrichen, ihn niederzuklopfen. Ich muss mit dir über Bennett reden. Ach, warte mal, shit. Ich muss das Tagebuch natürlich erstmal durchlesen. Jetzt wird das nichts. Ah, jetzt ist er weggerannt, schade. Egal. Früher oder später wird er wieder in die Stadt kommen. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Alles klar. So, das haben wir geregelt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon zu Xada. Nee, das muss erst ins Kloster. Das ist auf jeden Fall erst ins Kloster und dann zu Xada. Sonst habe ich ein Problem. Denn meinst wenn ich Xada zum Sonnenkreis schicke und dann erst zu Byroka gehe, dann muss ich zum Sonnenkreis latschen. Und das ist anstrengend. Wird sich das jemals ändern? Ich glaube ja nicht. Das ist
wirklich nicht mein. Ob das ein Abbild von Innos ist? Dieser bärtige Typ da? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Guck mal, erstmal Schluck auf. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Glaubst du wirklich? Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Innos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ja gut, dann werden wir einfach alle getötet. Ne? Mir ist es egal, also... Wäre cool, wenn man so eine Antwort geben könnte irgendwie. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Xardas? Warum war man hier? Wir können uns gleich nochmal pennen legen. Ich meine, damit ich hier meinen Mana und so wieder auffüllen kann. Passt dann schon. They see me rolling. They hating. Hey. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Warte mal. Da wäre noch eine Sache. Pyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyrokar also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Okay. Ja, dann legen wir uns jetzt erstmal pennen. Mir fällt auch gerade noch ein, ich habe ja noch ein Kronstückel bekommen. Ich sollte daraus eventuell nochmal einen Stärketrank brauen. Wobei, Sekunde, ich glaube, ich habe keine Stärkewurzel mehr. Dann sollte ich daraus erstmal noch nichts machen. Ich könnte mir einen Geschicklichkeitstrank brauen, aber andererseits... Vielleicht kann ich noch was anderes brauen, mal gucken.
Lebensenergietrank oder sowas. Zauberkunst und Stängeltränke, spezielle Tränke brauchen Heiltränke. Nee, ist nicht möglich. Mana-Tränke. Nee. Spezielle Tränke. Da kann ich wirklich nur Stärke- und Geschicklichkeitstrank machen. Komm, mach mal einen Geschick. Oder? Ja, komm, mach mal einen Geschicklichkeitstrank. Dann geht's Schlösser knacken vielleicht ein bisschen besser. Okay, und die restlichen Goblin-Bären, die esse ich einfach. Yummy, yummy. Lecker, lecker. So, jetzt müssen wir eigentlich erstmal zum Bauernhof, zu Onas Hof. Da gehen wir zu Bennett und zu Seekopf. Frage ist nur, wie können wir das Ganze jetzt abkürzen? Wenn ich... ist da was? Ich glaube... krass, dass man hier die Zombies hört, die unten quasi in der Höhle drin sind, unterm Turm. Ich glaube, ich... werde jetzt erstmal hingehen. Ich weiß nicht, ob auf dem Weg. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zur Taverne, zur Toten Harp hier. Da dürfte eigentlich nichts sein gerade. Und dann machen wir von dort aus weiter, ne? Bis gleich. Das ist doch lange bekannt. Das ist lange bekannt. So. Er stellt sich das immer so ein. Gehen wir mal rein hier. Das sieht ja noch alles relativ friedlich aus. Ich glaube, ich brauche den Teleporter mit deiner Wache. Klar, Bruder des Rings. Den hätte ich gern. Danke. Was kann ich denn mal verkaufen? Ich habe ziemlich viel gesammelt. Keine Ahnung. Behalten wir mal. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen Gold noch machen. Hier brauchst du das nicht zu sagen. 3000 haben wir jetzt. Was ich auch mal verkaufen wollte, ist die südländische Verteidigung. Das Runenbuch der Wassermagier, das Heuerbuch, das Buch von Greg. Cornelius Tagebuch kann jetzt weg. Ich habe zwei Bilder von mir als Steckbriefe, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Okay. Crawler, Panzerplatte, Flügel, goldene Halskette. Siehste, da können wir nochmal zu Vasili gehen und die alten Münzen verticken. Gut, dass ich die jetzt nochmal sehe, sonst hätte ich es wahrscheinlich übersehen. Okay, knapp 4000 Gold haben wir jetzt, sehr gut. Und den Teleporter hier, das war... ich wundere mich über gar nichts. Gut, genau, Dragomirs Armbrust muss ich ihm noch zurückgeben. Das können wir jetzt alles noch machen. Alles ist noch hier possible. Jo, stimmt, durch den Wald bei Seekopf's Hof hat mir auch noch nicht gekämpft. Das kann ja witzig werden. Wieso kann ich ihm nicht seine Armbrust zurückgeben? Ich hab sie gerade verkauft. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So, okay. Dann gebt mal dem das Ding mal ab. Jetzt aber wirklich. Hier, ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob? Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Dankeschön. Gut, 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 gut. Dann werden wir jetzt erstmal uns zu Seekopf's Hof durchringen. Ah, guck mal, was da drüben haben. Abschaum der Gesellschaft. Der pure Abschaum. Abschaum, der mit 300 Erfahrungspunkte bringt. Sehr, sehr gut. Und Mana-Extrakt. Ausgezeichnet. Die Banditen sind ja immer noch da unten, stimmt. Ein Mistvieh weniger. Da war... Scheiße. Ein Mistvieh weniger. Und warum ist denn das dumme Skelett nicht gestorben? Oh Mann, ey. Na gut, okay. Ich würde sagen, ich danke bis hierhin erstmal fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Macht's gut, bleibt gesund. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen.
Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.